Auch eine kleine Muskelkarte. Ja, so ein bisschen. Und damit willkommen zu einem neuen Metronom-Battle. Hey, hey! Mit dem Timo und mir, denn wir werden heute einen super coolen Metronom-Battle machen, weil es euch so unglaublich gewünscht habt. Und wir haben ein super cooles Theme dabei und das wird uns der Timo mal eben kurz erklären. Also, ihr seht links, da ist ein Mewtwo und rechts, da ist ein Lugia. Und das sind die Protagonisten oder Antagonisten. Das hast du schön Keine gesagt. Ahnung. Das hast du schön gesagt. Aus dem jeweils ersten und zweiten Pokémon-Kinofilm und quasi ne, erster Kinofilm gegen zweiter Kinofilm haben. Richtig, also wir haben einmal Mewtwo mit seiner Klon-Army, weil der hat ja die ganzen Pokémon geklont. Da waren halt im Vordergrund Glurak, Bisasflor und Turtok von den ganzen Trainern, die da halt ihre Pokémon hatten, waren das, glaube ich, mit die stärksten Pokémon mit Mewtwo. Und ja. Bei Lugia, ja, ganz klar, ne, Arktos, Zapdos, Lavados, wenn die drei erscheinen, kommt irgendwie der, wie haben sie es genannt, Meeresgott oder sonst was? Hüter des Meeres? Ich weiß es nicht. Ich hab den, also der zweite Film, der ist schon Trillionen Jahre her. Trillionen. Mindestens, dass ich den gesehen habe, also holy shit. Also, erster Kinofilm kann ich mich irgendwie viel besser dran erinnern. Ich glaube, den habe ich aber auch schon viel öfters gesehen. Ja, ich habe vor kurzem so eine Reportage da gesehen. Hast du das gesehen, dass ich es hochgeladen habe? Habe ich gesehen, ja. Das Video habe ich gesehen. Super süß, ey, die kleinen Leute da. Ey. Das ist Mewtwo und der ist der Allerstärkste. Der kann tackle. So gut, ey. Und so war ich ja damals auch, ne? Ich war auch so damals so ein kleiner Knirps, der ins Kino gegangen ist. Dreimal irgendwie wegen der Karten und sonst was. Das war halt insane geil, ey. Und so einen Film im Kino zu sehen, ist halt eh das Geilste der Welt. Ja, ich fand's so cool, dass sie den neuen Kinofilm wieder, dass er halt bei uns im Kino lief, zwar nur für ein paar Tage, aber du hattest ihn gar nicht im Kino gesehen. Doch, ich habe ihn auch im Kino gesehen. Ich habe extra die Pikachu-Karte bekommen. Ja, ich habe ihn zweimal. Cool. Ich war nämlich mit meinem Bruder dort und der wollte die halt nicht haben. Was? Ja. Okay, so jetzt hier, let's go. Erstmal Z-Move. Sei bitte sehr, sehr sanft zu mir. Ausbringen, alles klar. Kein Plan, was das macht. Aber okay, let's go. Das ist super scheiße. Ausbringen macht, glaube ich, so 20 Damage. Das ist ein Attack von... Alter, wie der speedet. Der geht ja richtig im Bodycheck. Okay, die Sache ist die... Also es war guter Schaden, weil dafür, dass ich Multischuppe hatte. Wollte ich gerade sagen, das war eine Multiscale, der. Ja. Oh, so, Lugia, shit. Jetzt zeig mal, was du drauf hast. Zeig mal, welcher Film besser ist hier. Welcher Z-Move stärker? Gift-Shock. Okay. Ist okay. Alter, es sieht auf jeden Fall nice aus. Ich hab die Z-Gift-Attacke, die sieht man so selten, ne? Das spielt kaum einer. Oder Käfer spielt, glaube ich, auch richtig, richtig selten jemand. Ich hab gar nicht darauf geachtet, wie viel Schaden. Das ist ja irgendwie erst voll spät. Und man kommt ja jetzt in Damage. Let's go, Elaine! Rückenwind! Let's go! Da sehen wir schon wieder, welcher Trainer besser ist. Ihr wisst, dass Glurak heißt Elaine. Und ja, ne, Elaine ist einfach viel, viel stärker als er. Auf Glurak! Nein! Auf Glurak! Auf Glurak! Nein, 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 nein! Auf Glurak! Nein! Oh. Die Boost! Oh! Never, Alter, also. Alter, wenn das jetzt auf Glurak gegangen, ne? Nee. Vor allem du gerade, ja, da sieht man wieder, welcher Trainer besser ist. Ah, das ist richtig gut. Weißt du, wir können gucken, welches Legi besser ist, also welcher Film besser ist und welcher Feuerflug, ja. Welches Feuerflug-Poker besser ist. Was? Erstmal Boost gegönnt, ey. Sehr gut. Was? Als ob du den mit Duftwolke geboostet hast. Lacke, oh, Alter. Hier, Lacke. Okay. Oh, Gott. Oh, es macht gut Damage. Okay. Macht das nicht irgendwie die Hälfte des Damage irgendwie nur am Anfang? Nee, das macht umso mehr Damage. Also wenn du unter 50% deiner KP ist, macht es mehr Damage. Ja, so meine ich das halt. Also das steigert sich halt. Fünfmal Katsuhi. Nein! Insane gut. Voltwechsel. Nein, nicht auf Glurak. Nein! Okay, nice. Das war knackiger der Mensch. Ich muss mir den noch aufheben, weißt du? Ich dachte mir halt so, ja, komm. Ja, ja, du willst als letztes noch dein Feuerflug-Pokémon haben, ne? Geh mir Fliegi 3. Ja, also Fliegi 2 und Fliegi 3, Mann. Ja, das sind den schon echt... Den letzten Namen, den wirst du nicht kommen sehen, ich sag's dir. Meinst du nicht? Nee. Der ist dann einfach Olaf oder so. Daran habe ich gerade auch gedacht, aber so heißt er leider nicht. Blattwerk. Na geil, Alter, wird ja nur resisted. Nice. Richtiges, wie heißt es hier? Rowlet war das, ne? Genau, das ist Rowlet. Ja, Rowlet, genau. Move, noch ein Boomerang. Oh, geil. Einmal so Knochen vor die Füße geschmissen. Und Heilschwing. Das heilt, ne? Ja. Alter, sieht ja super aus. Nein. Ist die Flug so. Trotzdem voll weniger. Ah ne, stimmt, das ist ein Flugattack. Nächster Stab. Es ist Flug und Heil. Warte. Wenn ich wieder auf 100% bin. Ist die Multiscale wieder voll.
Ja, da aktiviert sich meine Multischippe wieder. Oh Mann, ey. Super bitte, sad. Heil dich irgendwie hoch, Lugia, bitte. Gleich kriegst du so eine Verwurzelung oder sowas. Das ist, nee, ich glaube, dafür muss man auf dem Boden sein. Überwurf, nicht auf Lugia, nicht auf Lugia. Ja, insane, okay, gut. Es war doppelt resisted, ey. Das war richtig schlecht. Alter, nicht der Silberblick, holy shit. Der trifft beide, das ist echt gut. Das ist halt echt nicht schlecht. Oh, stimmt. Ja, mach dich nur lustig über meine Taktiken hier, ey. Pass mal auf. Halt dich hoch, halt dich hoch, halt dich hoch. Was? Das ist nicht passiert, oder? Magafliegi, warum tust du mir das an? Jetzt holt er sich noch im Leben, ey. Alter, das ist richtig gut. Mein Rückenwind hat es ja richtig gelohnt, ey. Ja, war schon nice, ja. Silberblick Rückenwind, das ist schon die Strategie, die kann ich appreciaten. Das war echt nice, Alter. Pass mal auf, ey. Dönerschlag. Donnerschlag. Auf Lugia. Oh, Mann. Nice. Okay, jetzt hol dir einen Kill. Oh, das ist wieder Stab. Hol dir einen Kill. Ah! Als ob der das tankt. Elaine, Alter, ich sag's dir, der Typ ist Bombe und jetzt hau raus! Yo. Er geht einfach weg. Geht nicht, das geht auf Lugia, oder? Tschüss, Mann. Das wäre super gut. Yo, bitte geh jetzt nicht auf Flurak, Zapdos, bitte. Bitte. Traumfresser. Ja, lol. Ist egal. Danke. Hast du super gemacht. Stell dir mal vor, Traumfresser hätte funktioniert bei Phantomkraft, weil ich ja in so einer anderen Welt bin. Yo, das wäre richtig krass. Plot Twist. Okay. Steinkante. Oh nein! Die Sache ist die, wenn die getroffen hätte und danach Phantomkraft auf Lugia geht, es hätte... Oh lol, wow. Nein, du benutzt meine Taktiken, ey. Aber, okay, ja, ist okay. Ist minus 1. Hä? Wie geschlagen? Oh Leute, was ist das denn, ey? Elaine, mach mal was! Okay, okay, jetzt hier die Strategy, pass auf. Okay. Hä, wo ist Fliegi denn? Ich sag's ja, Mann, das saved mich jetzt. Das ist jetzt richtig klug. Ja, das ist die gute Taktik. Pass mal auf, ey. Pass auf. Metronom. Clone Wars. Komm, zeig mal. Was du kannst mit deiner Armee. Finsterauer. Komm, Lugia. Und die geht jetzt auf Zapdos. Oh, das war so gut. Oh, der Damage ist aber nice. Ja, ist egal. Seitentausch hat sich jetzt schon gelohnt. Ja. Rauchwolke, los. Oh nein, das hackst du auch noch. Rauchwolke-Attacke. Genauigkeit sinkt, ey. Jetzt hol dir so eine Shisha raus und puste mich an, ey. Töte mit dem Glurak, bitte. Oh no! Es würde ein Mewtwo safe. Nein, Mewtwo tankt das. Oh, safe. Ich hab nicht die KP gesehen. Da bist du auf minus 2 wenigstens. Ist okay. Also, wir können jetzt schon mal sagen, der erste Lugia Film ist gefallen, ey. Oh nein! Digga, nur weil der Meister weg ist, brauchst du hier nicht einfach kapitulieren. Katipulieren vor. Okay. Jetzt schreibt in die Kommentare, ob ihr den Namen Killer kennt. Ist halt ehrlich so, Leute. Also, wenn ihr die Spitznamen hier von meinem Team kennt, dann müsst ihr es auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, woher sie sind. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, das ist super wichtig. So, Fliegi. Okay. Los, Fliegi. Flugattacke. Energieball. Oh, gut. Wow, das ist halt auf beiden so scheiße. Das ist halt doppelt resistant. Gut, dass nicht das andere Pokémon reingekommen ist. Flora-Statue? Auch kacke. Musst du dich nicht aussetzen jetzt eine Runde? Ja, muss ich. Richtig gut. Oh, es war ein Crit. Yo, sei zufrieden damit. Ist okay. Ich glaube, Zapdos ist sowieso... Hä? Was? Was? Ich wollte gerade sagen, Zapdos ist sowieso total verkrüppelt, weil es ist minus 2 und Death Drop und alles. Doppelieb. Komm, töte einfach Zapdos. Wie du halt wirklich nicht auf Lugia gehst, ne? Und Lugia immer noch die Multischuppe hat. Der Seitentausch hat sich halt so krass gelohnt. Und Zapdos war eigentlich tot, ey. Es hätte aussetzen müssen. Es war minus 2, minus 1 Death und jetzt habe ich... deswegen ist halt auch voll okay, dass du es getötet hast. Ja. Weil jetzt kann ich wieder angreifen. Jetzt habe ich einen Glurak, was die Wurzeln geschlagen hat, deswegen nicht angreifen will. Oh, Killer, komm, du musst jetzt einfach clearen, Digga. Ich jetzt einfach. Nein! Hör mal auf! Killer ist voll der nette Gesell. Donner? Oh nö. Bitte nicht. Oh okay. Nö. Ja, tschüss, der ist Glurak. Der ist halt super. Oh. Der hat halt gar keinen Bock mehr, der Typ. Der musste eh aussetzen. Ja, das stimmt. Okay, Fliege 2. Hurricane. Alter, hör mal auf, ey.
Siedewasser, wow. Oh, kriegst einen Burn wahrscheinlich noch, ey, ich seh's schon. Burn. Ah. Oh. Ich habe eigentlich gedacht, die Animation wäre schon durch. So, ja. Oh. Heilwoge. Ich kann dich heilen, ne? Oh, nö. Mann, was soll denn sowas? Was habe ich denn der Welt getan für sowas? Los, jetzt kommt meine Geheimwaffe, pass mal auf. Easy. Jetzt kommt der Panzerschrank. Der Panzerschrank, Leute. Der Panzerschrank. Das ist halt wirklich der Spitzname, den man sich am meisten gemerkt hat, ne? Panzerschrank? Ja. Ja, das stimmt. Der ist so gut einfach. Pass mal auf, ey. Das jetzt noch, der wird einen Move raushauen und das wird die Schädelwurme sein. Pass mal auf. Okay. Dann muss ich zwar auch rechargen. Ho- Nein! Er wollte carryen. Er wollte es wirklich. Flammenrad, oh, bitte. Flammenrad, auf mich. Alter, ich werde hier richtig geröstet, ey. Das ist richtig kacke. Wenn der Hornbohrer getroffen hätte, das wäre wirklich gut gewesen. Das wäre krass, aber so. Jetzt geht wieder. Okay, jetzt das ist okay. Das ist okay, jetzt macht nichts. Okay, nichts ist ein bisschen mehr, als ich dachte. Donnerblitz. Oh, sehr gut. Oh, okay, nein. Para. Die Sadness. Ja, die Scale ist auf jeden Fall gebrochen, das ist ganz gut. Okay. Sagst du Panzerschrank, der carried es noch allein? Panzerschrank, Alter, der holt gleich die Geofisur noch raus, ey. Pass mal auf. Der hat Bock auf K.O.-Attacken jetzt. Ah, das okay. Panzerschrank der schnellste Pokémon, das wundert mich gerade. Wasserring. Yo. Er will nicht sterben, pass mal auf, ey. Der heilt sich jetzt einfach instant. Okay, jetzt bin ich gespannt. Komm. Jetzt hol das Ding nach Hause. Zeitman. Ja, easy. Nice. Easy die Nullrunde. Easy die Nullrunde. Okay. Fassade. Töte Bisaflor. Töte Bisaflor. Oh, Alter. Damage, Alter. Dieses Labor doch so ein Crack, ey. Wie hast du das da gespielt? Nein. Komm schon. Oh, okay, Mann. Boost. Ja, aber ich sterbe. Nein, du lebst noch eine Runde. Sicher? Eine Runde lebst du noch safe. Das heißt, ich outspeede jetzt durch die Boost. Wahrscheinlich, ja. Das ist safe wichtig. Komm schon, Killer. Ah, 2 KP. Oh Gott. Killer, komm. Du bist jetzt plus 1. Und jetzt musst du rasieren. Kapierst du? Wegen Rasierblatt. Oh Gott. Komm schon, zeig, was du kannst. Ja! Was? Er kommt zurück. Was? Er kommt nochmal zurück. Was? Legit guter Play. Es kommt bitte kein Lunatanz. Tropenkick. Oh, das wird resistant des Todes. Aber Angriffsdrop, ne? Oh, sehr gut. Was? Ja, damit hast du nicht gerechnet, ne? Dass er nochmal so viel Bock hat. Auf Totok. Oh, das macht halt nichts. Wie gut. Und du kriegst Hurricane, mehr Rückstöße damit. Hurricanes, Hitzewelle, irgendwas. Teleport, ja. Das wäre cool, wenn er einfach weg wäre, ey. Du hast ein Pokémon weniger. Das zieht sie jetzt richtig gut. Oh Gott. Das ist wirklich terrible. Holy shit. Ich bin gerade echt zufrieden damit. Let's go, Keller. Jetzt geht er nochmal für einen High-Move. Pferdestärke. Okay, das passt. Das passt. Komm schon. Wassersäulen? LOL. Wassersäulen ist, das ist stärker. Eisapfel. LOL. Auf Bisaflor. Trifft das nicht das beide, oder? Nee, zieh noch eins. Das ist aber Bisaflor. Ach, Alter. Oh, sehr gut. Was ist mit Wassersäulen? Wassersäulen wird stärker, wenn davor Feuersäulen oder Pflanzensäulen eingesetzt wurde. Also du kannst sie so kombinieren quasi. Blubber los! Also geht auf beide. Sehr geil. Aber der Burn, so der nervt, schön. Ey. Der Burn, der nervt. Burn ist, der war halt, also der war echt wichtig, der Siedewasser-Burn, wenn ich den nicht bekommen hätte, ne? Das wäre hart. Aber vielleicht will ich mich hier noch mal heilen, das wäre ganz gut. Ich habe halt kaum noch AP auf Lugia. Stachelfinale. LOL. Ja, auf Lugia wäre das so gut gewesen. Das wäre krass gewesen. Ich hoffe, ich wäre plus 3 gegangen. Das wäre wirklich krass. Das ist super insane. Ja. Okay. Elektroball, das ist gut. Das ist gut. Oh ne, es macht Schaden in Höhe des Innenwerts, ne? Ah, es geht. Ja, okay, dann geht es. Es geht. Ist halt trotzdem eine Elektroattacke. Die Macht des Einzelnen. Töte ihn. Der Quetschangriff. Das macht ja nichts. Nichts.
Jetzt tötet dieses doofe Bisafloss, hätte schon vor 50 Jahren sterben müssen. Kampfgebrüll. Was tut es? Los. Ey, das ist gar nicht so schlecht. Ja, das ist wirklich geil. Der Wasserring ist halt auch richtig schlimm, ne? Ja, der ist richtig gut. Kampfgebrüll. Ey, auf einmal steht das Labrador vor dir und grüllt. Sag's dir mal. Das ist der Kampfgebrüll, der jetzt so, weißt du, die ziehen jetzt in den Krieg so, ja. Jetzt geht's los, ey. Jetzt geht's los. Los, Killer. Okay. Eisenabwehr. Wow. Oh yeah, wir bauen eine Mauer wie Trump. Und jetzt gleich heilt es sich bestimmt wieder hoch. Ich sehe schon kommen. Das wäre insane gut. Aber ich glaube, ich werde jetzt sterben durch irgendwas Spezielles. Ich hoffe es. Jetzt komm schon. Stachler. Oh, die Freds, Alter. Ey. Gut, dass du noch gegen fliegende meine, Pokémon hast. Richtig, gegen meine fliegenden Pokémon. Das sind die guten Taktiken. Der gehört sich richtig. Okay, was jetzt kommt jetzt? Flammenrad. Bitte auf Bisafloor. Bitte endlich auf Bisafloor. Oh ja. Danke. Oh! Der tankt es. Und den nächsten Burn decke ich auch noch, wenn du nicht angreifst. Brüller. Wow. Ja. Wow. Bisafloor, komm schon, Alter. Nicht dein Ernst, wenn oder? Dir alles wichtig war in deinem Leben, dann ist es jetzt wow. super wichtig, dass du jetzt einfach nochmal dich Explosion heilst. Explosion einsetzen. Komm, der letzte oh, Move. Oh Gott. Das ist richtig gut. Halt's auf. Damit bin ich fein. Turtok setzt jetzt Heilburger ein und heilt Bisafloor. Ich seh's kommen. Ich seh's kommen, safe. Passt auf. Kreuzdonner. Ey, das wow. killt jetzt was. Bitte Lavados, bitte Lavados, bitte Lavados, bitte Lavados. Kreuzdonner. Das ist von Victini. Oh! Aber es killt nicht wegen dem oh. Kampfgebrüll. Oh, das Kampfgebrüll. Warum brüllst du denn? Wenn ich Flora-Statue oder Heilburger kann ich deinen Bisafloor noch hochheilen. Ich glaube, darauf musst du jetzt hoffen. Ich glaube nicht, dass das passiert. Fliegi 2, der ist optimistisch. Der will einfach gewinnen jetzt. Nach dem Kampfgebrüll, setz der Absorber ein. Saugst du mich aus? Nice. Nein, sogar noch den Guten. Sogar den Guten. Sogar den Guten getroffen. Das kannst du nicht machen. Kannst du nicht mal hier okay. den anderen treffen. Oh, tschüss, Bisafloor, Alter. Bisafloor. Geh weg aus meinem Blickwinkel. Geht unter wie die Titanic, ey. Aber es hat hart gekämpft. Es hat halt wirklich hart gekämpft. Holy shit. Wir dachten schon, es wäre tot. Und dann haut sie in Ruheort raus. Das war halt wirklich krass. Okay. Jetzt noch Panzerschrank, Leute. Panzerschrank. Horrorblick. Du fliehst hier nicht, mein Freund. Du gehst hier nicht. Egal. Ich guck auf deine, ich will gar nicht fliehen. Auf deine Genitalien. Warte, was? Was? Verzweifler. Aber ich töte mich jetzt, oder? Ja, ja wow. Wichtig. Okay. Okay. Wenn du jetzt Lavados, wenn du es schaffst, gleich Lavados zu besiegen, habe ich noch Arktos danach, ne? Mhm. Ladestrahl. LOL. Oh nein. LOL. Das ist effektiv. Nice. Nice, 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 nice. Spezialgeboost. Kein Boost. Oh. Panzerschrank, enttäuscht mich nicht. Wie sagst du, ich glaube, dein Turtok kriegt einen Barschall. Möglich. Weil du so viel outspeedest, aber das hier ist, by the way, Fliege 5, den Fliege 4, den hat es leider, für den hat die Gage nicht mehr gereicht. Das Ding ist, wir wären halt safe nicht auf den Namen raufgekommen, weil Fliege 3 oder Fliege 4 haben alle getippt. Aber nein, es ist Fliege 5. Es ist Fliege 5, richtig. Und die Sache ist, die mein Fliege 5 trägt ebenfalls seinen Marschall. Von nein. daher Fliege 5. Let's go! Oh nö, bitte nicht. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Gyro Ball, oh wow. Das macht gar nichts, das macht gar nichts. Einfach, wow. einfach nur 5 gefoodet. Wenn du dich jetzt hochhaltest. Panzerschrank! Dunkel. Wow, das macht die Boost weg. Hast du irgendwelche nice. Boosts? Ja, ich glaube nur negative. Ja, toll. Danke. Aber ich glaube auch deine sind weg. Danke. Auch deine negativen. Danke für nichts, Panzerschrank. Ich bin das okay, reicht. Ich glaub, das war's, oder? Das reicht, das reicht. Und. Oh, Blamage. Da wissen ja, wir mal, welcher Film besser ist, ne? Leute. Ja, die Sache ist die. Ich finde den ersten Film trotzdem besser. Der erste Film ist auch besser, tatsächlich. Aber der zweite Film ist auch geil, ne? Ich will hier niemanden stimmt, haten ja. oder keine Hater auf meine Seite ja, ziehen. Ja, stimmt. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, welchen Film ihr besser findet, beziehungsweise welchen Film ihr weshalb bevorzugt. Und ja, hat mir Spaß gemacht, auf jeden Fall mit dem guten Razer aufzunehmen. Schaut auf jeden Fall auch auf seinen Kanal vorbei, dann nehmen wir gleich eine knackige Folge PWT auf. Pokémon World Tournament. Und die werden wir jetzt gleich aufnehmen. Also, du hast die letzten Worte wie immer. Zubi. Okay.